Willkommen zu einem neuen Fortnite-Video. Heute geht es wieder ein bisschen um den Kometen, der ja ein komisches Geräusch macht, wenn man drauf schaut. Und wie es aussieht, ist in diesem Geräusch was versteckt. Eine Nachricht an uns. Und die ist nicht wirklich schön. So kann man das vielleicht formulieren. Wir gucken uns die ganze Sache gleich an. Kurz davor, ich habe gestern ein Video zur neuen Waffe gemacht, die bei Fortnite mit dabei ist. Die neue LMG, die nicht so wirklich gut ist, aber auf jeden Fall Spaß bringt. Falls ihr das Video verpasst haben solltet, klickt euch da auf jeden Fall nochmal rein. Und vorgestern habe ich ein bisschen über den Kometen gesprochen und eben drüber gesprochen, dass es ein komisches Geräusch gibt, wenn man den anschaut in Fortnite. Und ein paar Leute von euch haben mich da ganz schön fertig gemacht, weil die irgendwie dachten, ich meine das Geräusch, was kommt, wenn die Zone startet. Und das Geräusch meinte ich natürlich nicht. Ich meinte das Geräusch. Es kann sein, dass Handys diesen dunklen Sound vielleicht ein bisschen verschluckt haben oder dass ich den nicht laut genug gemacht habe, aber ich meinte natürlich nicht das Zonengeräusch, das ist, denke ich, klar. Und mittlerweile wissen wir ein bisschen mehr zu diesem Geräusch, denn wenn man dieses Geräusch, wenn man den Sound in ein Spektrogramm packt, dann seht ihr das, was ihr gerade im Hintergrund sehen könnt, und ich habe das selber auch getestet, das ist wirklich so. Man sieht diesen Loser-Tanz, den man in Fortnite bekommt, ich glaube durch einen Battle Pass, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich habe das Ding nie benutzt und ja, das ist ein L, das wir bekommen von Epic Games, wie es aussieht. Und ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Entweder ist es so, dass Epic Games gesagt hat, ey, da ist überhaupt nichts dran, da kommt nichts irgendwie vom Himmel, das ist einfach nur eine Verzierung, ihr habt euch reingesteigert, da ist nichts dran, das könnte natürlich sein. Oder es ist einfach ein Easter Egg im Easter Egg und die verarschen uns jetzt hier gerade so ein bisschen und es passiert doch noch irgendwas. Allerdings halt nicht am 18., der ist ja auch schon wieder vorbei, sondern an einem anderen Tag. Das kann natürlich auch sein. Das heißt, es kann sein, dass noch was passiert. Es kann sein, dass der Meteor noch irgendwie kommt, dass vielleicht Tilted zerstört wird. Auch wenn ich da so langsam nicht mehr dran glaube oder dass eben irgendwas anderes passiert. So oder so, glaube ich, wird es Zeit für mich, dass ich mich ein bisschen an Tilted gewöhne und irgendwie mal einen Stream veranstalte, wo ich die ganze Zeit bei Tilted lande, dass ich mich an die Stadt so ein bisschen gewöhnen kann. Ich glaube, das machen wir irgendwann in den nächsten Tagen. Aber ja, wir haben jetzt irgendwie eine Botschaft bekommen im Geräusch, dass man hören kann, wenn man den Meteor anschaut im Spiel. Ihr könnt das selber auch testen, das ist im Moment bei allen eben mit am Start. Allerdings müsst ihr die Soundeffekte natürlich anhaben. Was das jetzt bedeutet, ich habe keine Ahnung, aber ich wollte euch auf jeden Fall informieren. Das ist ein kleines Update praktisch zu dem Video von vorgestern. Warum trotzdem was geändert wurde, warum jetzt irgendwie noch die Sternschnuppen mit am Start sind, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dadurch, dass Sternschnuppen noch mit dazugekommen sind, bedeutet das, dass vielleicht doch noch irgendwas passiert und dass das doch eher ein Easter Egg im Easter Egg ist. Ich bin gespannt, was uns da noch erwartet. Ich halte euch dazu natürlich auf dem Laufenden. Falls es da irgendwie eine weitere Entwicklung gibt, dann informiere ich euch. Und jetzt habe ich noch ein wirklich schönes Gameplay für euch mit dabei. 15 Kills habe ich gemacht. Es gab absolute Action direkt am Anfang. Und zwar ist das ein Gameplay, das entstanden ist, als ich die LMG gesucht habe für das Video von gestern. Da habe ich dann eben ein anderes Gameplay genutzt, wo ich dann eben die LMG gefunden habe. Hier hatte ich nicht so wirklich Glück. Es waren viele Kills, ich war am Ende trotzdem ein bisschen sauer, dass ich die neue Waffe nicht entdecken konnte und deswegen bin ich am Ende ein bisschen still. Ich dachte mir eigentlich, okay, das Gameplay will ich überhaupt nicht benutzen, aber es waren irgendwie so schön viele Kills und es gab auf jeden Fall Action und da wollte ich euch das Gameplay auf jeden Fall noch zeigen. War eine wirklich schöne Runde. Ich wünsche euch damit noch ganz viel Spaß. Ihr könnt mir allerdings natürlich trotzdem schon ganz gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zu diesem kleinen Easter Egg sagt. Was haltet ihr von der ganzen Sache? Glaubt ihr, da passiert noch was? Oder glaubt ihr, das war's jetzt? Und ja, es passiert nichts mehr. Würde mich interessieren, schreibt mir das in die Kommentare. Und jetzt viel Spaß mit dem Gameplay. Und über mir ist auf jeden Fall einer, aber wir haben eine Shotgun. Also, keine Ahnung, von mir aus kann er kurz runter. Dann können wir uns hier mal über diese Shotgun, die ich hier habe, unterhalten. Okay, gönnen wir uns erstmal hier. Warte mal, kommt der unten rein? Ich glaube, der ist auf jeden Fall schon unten. Da haben wir ihn doch. Hallo? Und ich glaube, das war es hier auf jeden Fall. Er hat es auf jeden Fall nicht, Leute. Die neue LMG. Das wäre jetzt was gewesen. Stellt euch das mal vor. Wenn die erste Person, die wir killen, dieses Ding hat irgendwie. Ich glaube, der ist gerade unter mir einfach. Wer will noch kommen? Springt mir bitte alle weiter rein. Was machen sie denn gerade alle? Okay, ich glaube, ich muss das mal abholzen, damit ich da hoch kann.
Au. Wo kam der denn jetzt her? Ich weiß nicht, ob er weiß, wo ich bin. Okay. Warum hat er da jetzt so getanzt, wie er gerade getanzt hat? Also, was dachte er, was passiert? Okay, looten wir den mal kurz. Gut, das ist der Baum, das ist der Baum. Die blaue Burst. Oh, da war der Headshot mit dabei. Okay, ich glaube, wir müssen uns mal bewegen. Ich glaube nämlich, der Typ von gerade, der wird hier irgendwie versuchen, mich zu umlaufen. Ja, da ist er nämlich. Okay. Gib mir die Rohstoffe. Ich brauche die Rohstoffe. Okay, wir nehmen das Ding mit. Puh. Dann nehme ich aber allerdings grüne... normale mit. So, glaube ich, fühle ich mich ganz sicher. Könnten zu dem Typen da hinten hinpushen. Ich meine, hier, glaube ich, ist jetzt alles clean. Ich glaube, die haben hier auf jeden Fall auch gut gelootet. Ich glaube, hier werden wir eher nichts mehr finden. Gut, dann sprinten wir echt zu dem rüber, oder? Schauen wir mal, was der für uns bereithält. Hoffentlich ein bisschen was. Oh Gott, Leute, ich habe halt überhaupt keine Rohstoffe mehr. Ich dachte gerade eben, ich habe einfach nur wenig. Aber ich habe praktisch gar nichts mehr. Gut, den haben wir. Ich glaube, der wusste nicht so ganz genau, von wo ich schieße oder von wo ich komme. Der dachte wahrscheinlich, ich will ihn umlaufen. Aber, mein Freund, ich musste doch erst den anderen Typen umlaufen. Ich hoffe, der hat ein bisschen Rohstoffe. Ja, nee. Das ist uncool, mein Freund. Gönnung. Gönnung. Hier zubauen und dann die Dinger werfen. Der will sich gerade hochheilen. Und das darf nicht passieren. Kannst du bitte ein bisschen mehr Rohstoffe für mich haben? Oh, da hinten wird auch gekämpft. Okay. Es wird Zeit, dass wir uns dieses Ding gönnen. Zwei Leute, glaube ich, sind da drüben. Okay, Taschenfestung. Oh, nice, Leute. Das finde ich natürlich gut. Okay, ich dachte kurz, ich habe irgendwas gehört. Ist jetzt einer angerannt oder nicht? Es klang irgendwie so. Ich weiß nicht warum, aber es klang so. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir uns irgendwie anschleichen können bei dem Typen mit der Taschenfestung. Kann das bitte irgendwie funktionieren? Ja, ich glaube, wir müssen hier hoch dafür. Ja, das war so nicht geplant, so. Das Gute ist, ich habe noch relativ viel Stein wenigstens. Aber ist das der Typ, der die gebaut hat? Oder kommt da gleich noch einer, der da mit drin steht irgendwie? Okay. Au.
Ja gut, ich wollte jetzt eigentlich angreifen. Aber er versteckt sich. Shit. Okay, ich glaube, da war ein Champett. Das ich zwar so nicht benutzen wollte, aber wir müssen weg von dem Typen da oben. Das war gerade das Hauptziel. Oh, und wir haben noch eins. Haben wir. Perfekt. Warum ist da noch einer außerhalb? Der ist doch nicht mit drin, oder? Ist der mit drin? Mann, ich wollte eigentlich einfach hier hoch. Kann man Rohstoffe noch mehr verschwenden? Ich glaube nicht. Ich sollte vielleicht auch mal nach hinten gucken. Da sehe ich allerdings gerade niemanden. Da ist er doch, da ist er doch. Er weiß halt, dass er raus muss. Der rennt doch jetzt nicht unten lang, oder? Da ist er doch. Er hat auf jeden Fall einen Raketenwerfer. Okay. Schnell runter. Raketenwerfer wird mitgenommen. Schnell nach oben. Das muss reichen. Oh nee, die haben sich schon irgendwie riesige Dinger gebaut. Da ist auch schon was gebautes. Oh ne, bitte nicht auf mich. Kämpfen die dann auch irgendwie? Sehr gut. Ich hatte kurz Angst, dass das Ding auf mich geht. Oh, okay. Das heißt, Leute, wir schauen mal, dass wir uns irgendwie hier außenrum in die Zone schleichen können. Ich habe halt jetzt keine Lust, an diesen Leuten vorbeizurennen, die irgendwie ganz oben sind und da einfach auf mich warten. Stellt euch vor, das ist nichts, was ich hier gerne machen will. Genau, ihr kämpft einfach mal ein bisschen. Ich mische mich dann einfach ein bisschen ein. Ich glaube, hinter mir kommt keiner mehr. Oh! Von wo? Na, ernsthaft, von wo? Ich habe keinen Plan, von wo gesniped wurde. Ich dachte, irgendwo hinter mir. Das sind auf jeden Fall zwei Loot Drops. Ich glaube, da muss ich hin. Ich glaube, ich habe ein Jumphead. Habe ich kein Jumphead eingesammelt? Ich dachte irgendwie, da war ein Jumphead. Okay. Da war kein Jumphead. Ich glaube, ich will trotzdem zu diesen beiden Loots, um ehrlich zu sein. Scheinen nämlich auch beide noch mit drin zu sein. Hier ist auch irgendwie ein Champet, aber das ist irgendwie ein bisschen gefährlich platziert. Kann das sein? Genau, lassen wir das mal hinter uns. Und gehen zu diesen beiden Loot Drops. Wir brauchen diese neue LMG noch. Komm schon, Loot. Und ganz da hinten ist. Ah, okay. Das ist, glaube ich, der Typ gewesen, der auf mich gesniped hat. Der steht anscheinend doch noch hinten irgendwo. Gott, wie selten ist denn diese neue Waffe? Ey. Misch dich mal nicht mit ein.
Typ von der Seite. Gott, ich habe ganz vergessen, wie nervig diese Granaten sein können. Haben wir. Hat natürlich auch nicht die neue Waffe. Habe ich einen Jumphead mittlerweile? Habe ich natürlich nicht. Da unten ist halt noch einer. Und ich glaube, das ist eine Rakete auf mich. Ja. Das ist ganz eindeutig irgendwas für mich. Ah, wisst ihr was? Wir haben das Feuer ja noch. Oh, ganz da hinten ist auch noch einer. Jetzt schauen wir erstmal hier hin. Er hat's auch nicht! Was ist hier los, Leute? Wir haben den Typen, der da oben noch irgendwo campt. Vielleicht können wir da noch, keine Ahnung, ein bisschen Action machen. Ansonsten bin ich mir hier gerade sehr unsicher. Was ein guter Schritt ist. Wo ist denn der Typ hin, der hier oben war? War da nicht einer? Ah, er kämpft gerade. Okay. Guckt euch das an. Ich darf auch in der nächsten Zone sein. Das war doch mal ein ganz nettes Gameplay. Wie gesagt, am Ende war ich ein bisschen sauer, dass ich praktisch im 1 gegen 1 war und die neue Waffe nicht hatte und die neue Waffe nicht testen konnte. Das Gameplay war trotzdem ziemlich gut und ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, falls euch das Gameplay gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, würde mich sehr freuen. Für weitere Fortnite-Videos lasst auf jeden Fall auch ein Abo da und wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Video. Macht's gut, bis dahin.